Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Vegan Beauty Basket Mai-Juni 2020 für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket wird mir alle 2 Monate von der lieben Ina kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier auf meinem Kanal zu zeigen. Und da es eine Kooperation ist, gibt es in diesem Video auch was zu gewinnen. Alles, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, kommt gleich. Die erscheint alle 2 Monate, kostet zwischen 23,30 und 24,90 Euro pro Box, je nachdem, welche Form du wählst, ob du das 3-Monats-Abo nimmst oder ob du das jederzeit kündbare Abo nimmst oder das dreimalige Abo, also das 6-Monats-Abo. Ne? Du weißt, was ich meine. Genau. Die Ina ist die Gründerin von der Vegan Beauty Basket und die ist super, super lieb. Und man kann sich jeden Monat ein Produkt aussuchen aus so 3 verschiedenen Produkten. Dieses Mal war es eine Mascara. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und da ist auch immer eine Zeitschrift mit dabei, die Vegan World. Finde ich immer super schön designt und das ist alles so... Man fühlt sich so sauber, wenn man die Produkte verwendet und wenn man auch diese Zeitung liest. Ich finde es total schön. Liebe ist pflanzlich, ist hier das Motto, the science issue, also super, super interessant, dass man da halt auch mal so ein bisschen etwas mehr unter die Oberfläche schaut, ich weiß nicht, ja, irgendwie so, ist auf jeden Fall eine interessante Zeitschrift, die bei uns halt auch immer im Magazinständer im Badezimmer steht, genau. Die Vegan Beauty Basket ist dieses Mal sehr schwer, da bin ich sehr gespannt drauf, das ist eine mattschwarze Box, die sehr flach ist, aber dafür in der Größe sehr groß, also... Ich bin sehr gespannt. Ich entferne den Deckel, weil ich bin so nervös. Ich habe nächste Woche Geburtstag und deswegen ist es für mich auch immer, jetzt, wenn ich im Mai die Unboxings mache, für mich so ein kleines Geburtstagsbox-Unboxing. Deswegen erwarte ich natürlich auch ein bisschen mehr von der Box, was die natürlich nicht wissen können, ne? Woher auch und worauf die sich natürlich auch nicht einstellen. Also, ne? Aber trotzdem ist das so. Man fühlt sich so ein bisschen so, als würde man Geburtstagsgeschenke auspacken, oder? Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen merkwürdig. Genau. Hier haben wir den ersten Blick in die Box, wenn das Deckelchen entfernt ist. Und mir kommt schon direkt ein kräuteriger Duft raus und das feiere ich. Oh ja, es riecht richtig gut. Und hier haben wir 2 verschiedene Sachen. Zum einen haben wir hier ein Kärtchen und das ist immer selbst gestaltet von der lieben Ina. Das steht hier auch unten in der Ecke. Finde ich total schön. Die hat immer so Katzenmotive und dann einen Menschen dabei. Manchmal einen Menschen, manchmal nicht. Dann Blumis und es ist immer so gemütlich. Ne? Und ich sammle die Karten auch alle. Und irgendwann mache ich mir aus den ganzen Karten, die ich so in diesen Boxen immer drin hatte, so einen kompletten Hintergrund mal. Und hier hat sie mir auch handgeschrieben, draufgeschrieben, viel Freude mit der Box und dein Herzchen, die Ina. Ist das nicht schön? Ich finde das total großartig und ich feiere das und ich finde es liebevoll und Dankeschön, Ina. Ich habe übrigens auch einen Gutscheincode, Claudi5, den blende ich dir hier mal ein. Damit kannst du 5% auf die erste Box sparen. Finde ich ganz cool. Und hier haben wir dann die Produktkarte von der Mai-Box. Das heißt, das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den Preisen. Ich muss das aufmachen. Das riecht so gut. Die verzichten auf Füllmaterial und haben hier so ein Backpapier quasi, wo das echt immer schön drin eingeschlagen ist. Finde ich total super. Oh. Wow. Das ist der erste Blick in die Box. Und das ist doch mal direkt, wenn man reinguckt, ne? Oh, direkt schön. Das ist eine ganz spezielle Box, denn du hast hier wirklich nur vegane Produkte drin und das finde ich so, so geil. Das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, achte ich da unbedingt drauf, wenn ich einkaufe? Nein. Sollte ich das? Ja. Wahrscheinlich schon. Aber ja, ich finde, es ist alles so herzlich und die meisten Produkte, wenn nicht sogar alle, sind sogar tierversuchsfrei. Das ist eine ganz wichtige Kiste und wir nehmen das erste Produkt raus. Upcircle Face Mask with the fine powder of discarded olive stones. Oh, das ist so eine Gesichtsmaske zum Anrühren, glaube ich, oder? Clarifying Face Mask for all skin types. Also das ist eine klärende Gesichtsmaske für alle Hauttypen. Das ist vegan, tierversuchsfrei, hautverträglich, natürlich, richtig schön. Das müssen wir uns mal angucken. Und das ist halt mit Olivensamen. Oha, ja, das ist ja mal richtig hübsch. Das ist Glas, ne? Das ist ein Glastiegel, finde ich super cool. Face Mask with the Fine, hatten wir eben schon. Genau, mega, das gefällt mir. Nein, das ist nicht zum Anrühren. Guck mal.
Das finde ich ja super, super cool. Oh, das riecht aber sehr kräuterig. Riecht sehr angenehm. Sehr nach Olive. Ich mag Olivenöl. Klasse. Und das hat so eine feste Konsistenz. Ja, und das machst du dir einfach auf dein Gesicht, lässt es einwirken und dann wird deine Haut schöner. Das finde ich toll. A gently detoxifying face mask to fight blackheads. Also das ist wirklich gegen Mitesser. Das ist porenminimierend und soll davor bewahren, Breakouts zu haben, wahrscheinlich Pickel, ne? Ja. Und die Haut fühlt sich danach gereinigt an, erfrischt und ausbalanciert. Finde ich super. Und wie lange machst du das drauf? 10 Minuten. Ja, das ist easy, ne? Richtig geil. Kann ich mir super vorstellen, dass ich das drauf mache, wenn ich so aus der Dusche rauskomme und sowieso die Poren dann so schön schon geöffnet sind. Und dann mache ich mir die Maske drauf, lasse die 10 Minuten drauf. Man sollte sich hinschillen, aber ich bin ja eher so unchillig, deswegen creme ich mich dann ein, mache mir die Haare vielleicht und dann abwaschen, fertig. Richtig cool, das feiere ich. Dann haben wir das nächste Produkt von Binuyo. Binuyo. Es sieht aus wie ein Stück Seife, wenn ich das hier hinten richtig sehe. Hier steht drauf. Nee, einfach nur Seoul Berlin. Da muss ich in das Heftchen gucken, weil wenn das irgendwie so eine Seife oder sowas ist, ich habe jetzt aktuell eine von Sebamed bei mir offen, dann brauche ich die ja nicht jetzt direkt aufmachen. Heftchen, wo sonst was drin ist. Seife, ja. 6,50 € kostet die. Da gibt es auch einen Rabattcode zu auf der Homepage. Den schreibe ich dir unten in die Infobox mit zu den Produkten rein. Ja. Die bunten Seifenkreationen von der jungen Berliner Manufaktur Binuyo entstehen in liebevoller Handarbeit. Dabei werden die Seifen ausschließlich aus pflanzlichen Ölen und Fetten hergestellt und es wird auf ein schonendes Kaltpressverfahren geachtet. Diese Gesichts- und Körperseife, ach guck mal, das ist ein festes Duschgel, das finde ich ja toll. Geil. Wo war ich? Wurde aus hydratisierenden Ölen sowie Buttern hergestellt und mit Aktivkohle verfeinert. Die enthaltene Bambusaktivkohle befreit die Haut optimal von Schmutz und reinigt Gesicht und Körper besonders mild und porentief. Hanna Kang hat das Handwerk und die Kunst des Seifensiedens in Seoul gelernt und gründete anschließend ihre Manufaktur in Berlin. Binuyo heißt It's a Soap und der Name setzt sich zusammen aus dem koreanischen Wort für die Seife, Binu, und dem Zusatz Yo. Okay. Ja. Mit Kokosnussöl und Olivenöl und es riecht sehr, sehr zart dadurch. Das ist ja auch nur so ein ganz dünnes Papier. Hier ist nicht viel Verpackung oder sowas drum. Da freue ich mich, das zu verwenden, aber da muss ich dann erstmal das aktuelle Produkt aufbrauchen, weil wo sollst du es sonst hinpacken, ne? Man sieht hier durch auch tatsächlich so ein Kuhmuster, das sieht wirklich toll aus, aber ich mag es jetzt echt nicht auspacken. Das tut mir auch sehr leid, aber ich möchte das sehr, sehr gerne verwenden. Aber ich habe jetzt aktuell hier noch was offen und dann liegt die so rum und das ist dann blöd und nie. Da warten wir noch. Gut. So, hier habe ich glaube, die Mascara drin. Ja, Mascara Gypsy Volume. Sehr geil. Ja, ich habe mir auch Volume ausgesucht und das ist ja mal eine Verpackung. Meine Herren, die sucht seinesgleichen. Das finde ich ja toll. Boho Green Make-up. Wow. Ei, das ist die originale Verpackung. Boah, wie schön ist die bitte? Wie schön sind diese Blumen? Das ist wirklich die Verpackung. Ist das. Entschuldigung, aber das finde ich gerade richtig geil. Boah, ist das. Das habe ich noch nie gesehen und das finde ich so innovativ. Das feiere ich gerade ultimativ. Stell dir sowas auf deinem Schminktisch vor, richtig schön. Da greifst du doch automatisch und super gerne zu. Ganz gleich, wie jetzt die Wirkung von der Mascara sein wird, aber das finde ich super schön. Das mag ich gerne leiden. Echt toll. Mensch, die kostet auch bestimmt richtig viel Geld. Ja, so sieht das Bürstchen aus. Ich habe jetzt gerade leider Mascara drauf, das heißt, ich kann die leider nicht verwenden. Macht dann relativ wenig Sinn. Werde ich demnächst in einem neue Produkte austesten Video ausprobieren. Und die riecht super sanft. Also, ich weiß nicht, sehr, sehr natürlich, sehr, sehr holzig tatsächlich. Super angenehm, also überhaupt nicht irgendwie so ein beißender Geruch, überhaupt nicht chemisch, mega geil. Und ja, die soll Volumen machen, das ist einfach so ein Kunsthaarbürstchen. Feier ich mega, das wird auf jeden Fall verwendet. Geil, ich weiß gar nicht, was die kosten soll. Die kostet bestimmt so 20 € oder so. Würde ich auf jeden Fall dafür ausgeben, weil die Verpackung so schön ist. Verpackungsopfer.
14,50 Euro kostet die. Na, guck. Genau. Und das macht halt einen voluminösen Effekt. Da bin ich super gespannt. Und da konnte man auswählen zwischen der und der Long Lashes und noch irgendwas, glaube ich. Und ich habe mir die hier ausgesucht und die finde ich, oh, guckt euch die an. Also die Verpackung ist ja mal der Burner. Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich feiere das gerade. Wow. Oh Mann, ist das hübsch. Ja, Entschuldigung. Ich höre schon auf. Dann haben wir hier von Juniper Lane Perfumes Moonflower. 100% Natural Origin Eau de Parfum. Das ist, das sagt mir was. Mit Mandel und Violet and Sandalwood. Was ist Violet? Violette? Keine Ahnung. Und Sandelholz halt. Ich glaube, das habe ich in Grün, beziehungsweise in Türkis da. Oder ist es noch ein anderes? Ja, das habe ich tatsächlich schon in Türkis. Richtig cool. Mag ich auch gerne vom Duft. So sieht der Flakon aus und das ist minimalistisch, aber sehr schön. Dieses Altrosa. Das liegt auch sehr schwer in der Hand und das ist auch der Grund, weswegen die Box wahrscheinlich auch dieses Gewicht hatte, ne? Wie viel hast du denn da drin? Ja, 50 Milliliter, das ist derbe, ne? Aber die sind gar nicht so teuer. Das finde ich bemerkenswert. Finde ich aber echt hübsch. Das ist, glaube ich, einfach nur Papier hier drauf geklebt. Also jetzt nicht irgendwie, dass der Flakon irgendwie groß, irgendwie geprägt wäre oder so. Sehr minimalistisch, wie schon gesagt. Und da bin ich super gespannt, weil das wird dann ja wahrscheinlich sehr blumig riechen. Oh, Mandel, ja. Super lecker. Ich rieche jetzt wie ein bisschen mandelig. Aber dieses Violet. Oh, es ist geil. Das ist ein richtig toller Duft. Den mag ich gerne. Den mag ich lieber als den Türkisen, den ich auch schon habe. Den finde ich klasse. Den mag ich gerne. Oh. Mega. Leicht Sandelholz. Das kommt tatsächlich auch durch. Das muss man mögen. Das ist ja so leicht herb, aber auch natürlich halt. Mega geil. Ja, gut. Und Pappverpackung, das heißt, kein Plastikmüll. Zack. Als nächstes oder als vorletztes vielmehr habe ich ein Produkt hier, was ich witzig finde. Denn von dieser Marke habe ich aktuell ein Shampoo unter der Dusche stehen. Und zwar von Pinus Vital. Ein regenerierendes Sohle-Hautspray aus dem Herzen der Kiefer. Eine Akutpflege, wohltuend durch Sohle und Extrakt, beruhigt irritierte Haut und das für sensible Haut. Das Shampoo, was ich da habe, das riecht halt auch wirklich nach diesem Akazie, Pinie, wie auch immer, Kiefer. Genau, waldig halt, ne? So ein bisschen nach Harz. Tut sehr, sehr gut. Und ja, mit seinen basischen Mineralien unterstützt das Pinus Vital Sohle Hautspray die natürliche Erneuerung der Haut und verbessert zudem ihre Dehnbarkeit und Elastizität. Ideal zur Pflege bei gestresster, zu Neurodermitis neigender und juckreizempfindlicher Haut. Das bekommt meine Mom. Weil meine Mom hat wirklich Probleme mit Neurodermitis. Das kommt jetzt, ich habe hier immer so eine Tasche hängen, da mache ich dann immer wieder Sachen rein. Letztens habe ich ihr den Inhalt davon gegeben und jetzt kommt das wieder neu da rein. Finde ich total klasse. Aber gut, ne? Ich kann es jetzt ja austesten. Das ist halt super flüssig. Je nach Bedarf mehrmals täglich auf die Haut aufsprühen und einwirken lassen, gegebenenfalls nach 10 Minuten abspülen. Abspülen? Okay, das ist creepy. Abspülen. Das würde ich jetzt so nicht machen. Ich würde mir das einfach draufsprühen, ne? Ja, das riecht sehr, sehr harzig, ne? Man muss den Duft wirklich mögen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein mega blumiger, fluffiger Duft, wie auch immer. Das ist halt natürlich Kiefer. Ja, tatsächlich. Bisschen muffig, aber es ist halt ein eine gute Marke, finde ich. Also sehr hautfreundlich tatsächlich, ne? Und das mag ich. Interessant, cool, mag ich, gefällt mir, kriegt meine Mom, wird sie sich freuen. Als nächstes haben wir einen Lip Liner von Pure Bio Cosmetics in der Farbe Matita Ochi e Labra Eye Lip Pencil. Keine Ahnung, ob das wirklich die Farbe ist, aber ich glaube, Matita ist die Farbe tatsächlich. Das ist so ein richtig schöner Move-Ton, der jetzt auch gerade zu meinem aktuellen Lippenstift passt. Der Lippenstift, der überhaupt nicht zu meinem Augen-Make-up passt. Egal, ich hatte einfach Bock drauf. Übrigens, mein Make-up unten in der Infobox verlinkt. Der kann doch auch mal aufgetragen werden, oder? Den kann ich jetzt mal außenrum zumachen. Wo ist mein Spiegel? Dann gucke ich nämlich mal, weil ich mag ja solche Move-Töne total gerne und trage die halt auch häufig auf den Lippen. Deswegen ist es ganz gut, dass dein Lip Liner mit bei ist.
Ja, das ist halt 1A die gleiche Farbe, ne? Deswegen sieht man den nicht wirklich. Bisschen bräunlicher ist der. Aber ich finde den voll schön. Der ist sehr cremig und sehr, sehr angenehm. Jetzt auch gerade beim Swatch finde ich ultra klasse. Das gefällt mir. Das ist toll. Vegan okay steht hier drauf. Genau, Matita oder Lotto. Nein, das ist die Losnummer. Matita. Pure Bio Cosmetics. Ja, geil. Coole Box. Das war die Box. Das war der Inhalt der Box. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Und normalerweise hast du auch so 5 Produkte da drin. Eine richtige schöne Beauty-Box, wenn man einfach mal so ein bisschen, ja, wenn man vegan und cruelty-free und sowas, wenn man da halt auch wirklich drauf Rücksicht nimmt. Oder wenn man einfach mal sich gut fühlen möchte, sage ich mal. Weil immer, wenn ich die Produkte aus der Vegan Beauty Basket verwende, fühle ich mich auch immer irgendwie so ein bisschen sauber damit. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ja, ich finde die Box immer wieder geil. Ich habe das hier. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, für diese Box und auch für den Gutscheincode. Das ist ultra klasse. Und ja, jetzt blende ich dir mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst. Das sind alles vegane Produkte, habe ich extra nachgeschaut. Und ja. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz, ganz einfach. Schreib mir einfach, welches von den Produkten, was in der Vegan Beauty Basket drin war, dir am allerbesten gefallen hat. Das fände ich mal ganz interessant, weil dann weiß ich auch, was ich vielleicht als nächstes mal direkt austesten darf und oder kann, wie auch immer. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!